König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben uns heute wieder mit einem Gast zusammengefunden, um mit euch den nächsten Roman aus dem King-Universum zu besprechen, nämlich diesmal Die Augen des Drachen. Und dazu habe ich nicht nur den wundervollen Jonas dabei. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und den ebenfalls wundervollen Flo. Guten Abend. Sondern auch einen ganz wundervollen Gast, nämlich den Fabs. Hallo Fabs. Hallo Dela, hallo Jungs. Ja. Hi Fabs. Erzähl doch mal ein ganz kurzes Stück zu dir, wer du bist, woher man dich eventuell kennt in der Podcast-Szene und was du so machst. Ich bin super lange schon Podcast-Hörer, also weiß ich nicht, 8, 9 Jahre, und habe irgendwann angefangen, Volker vom Selbstgesprächler oder Selbstgespräche-Podcast anzustecken, zu hören und ihn dann irgendwann dazu gedrängt, auch aufzunehmen. Deswegen bin ich dann dadurch bekannt, dass er mich da häufig erwähnt, weil ich so einer seiner besten Freunde bin und auch konstant in irgendwelchen Sendungen auftauche. Und weil er dann irgendwann viel mit, jetzt sag doch mal, wie heißen die denn? Petra und der Protorst. Weil er viel mit denen zu tun hatte, konnte er dann den Kontakt mit Petra und mir irgendwie zustande bringen, die gerne einen Rewatch-Podcast anfangen wollte. Und seitdem habe ich dann mit Petra den Buffy Rewatch Once More with Feeling oder Once More Podcast gemacht. Der übrigens sehr hörenswert ist. Ich bin großer Fan von euch. Dankeschön. Ja, und wie sieht's bei dir so generell mit King-Erfahrung aus? Bist du kräftiger King-Leser, oder ist das für dich ab und zu mal eine Ausnahme jetzt, dieses Buch, oder? Das hier ist tatsächlich ein direkter Reread für mich, weil ich ihn mit, ich weiß es gar nicht genau, 11 oder 12 als allerersten King mal gelesen habe, deswegen bin ich auch direkt drauf gesprungen, mir das zu sichern. Mein Vater ist riesen King-Fan und so habe ich in den frühesten Kindertagen irgendwie schon immer die alten Heine-Hardcover mit blauen Zusatzschutzumschlägen im Regal stehen sehen und habe ihn immer irgendwie gepiekst, wann ich endlich anfangen darf, davon auch was zu lesen, weil ich wusste, das ist irgendwas Erwachsenes, irgendwas, was ich halt nicht durfte. Und dann haben sich eben meine Mutter und er irgendwann besprochen und haben gesagt, ja, der hier, der ist Fantasy, nicht so schlimm, dann liest doch den mal als erstes. Okay. Und generell bist du aber halt in das Universum doch durchaus gut reingekommen dann als Kind schon und hast mehrere Sachen schon gelesen. Ich habe dann in einer kleinen Stadt irgendwann noch gelesen und ein paar Sachen versucht. Also ich weiß, dass ich Misery, beziehungsweise dann sie, weil halt deutsche Titel, nicht so mitnehmen konnte, aber habe es immer wieder versucht. In letzter Zeit habe ich nicht mehr so viel von ihm gelesen, bin dann doch ein größerer Fan von seinem Sohn und den Comics geworden und so. Okay. Aber grundsätzlich habe ich es immer mal wieder versucht. Also die Arena zum Beispiel habe ich zu 3/4 gelesen und bin dann abgefallen, weil manchmal die Enden einfach nicht so super sind. Oh ja. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir gleich richtig in dieses Buch ein. Wie gesagt, wir besprechen Die Augen des Drachen. Und Flo, du hast doch sicherlich eine zeitliche Einordnung für uns. Selbstverständlich. Wie Fabs ja schon gesagt hat, es ist keine so harte Horrorgeschichte. Und das hat auch einen Grund, wenn man so als der Horrorschriftsteller einer ganzen Generation gilt und seiner 13-jährigen Tochter was von sich zu lesen geben will, aber alles zu gruselig ist, was macht man da? Man schreibt einfach was für seine Tochter. Und das war das, was Stephen King 1987 auch getan hat. Nämlich Die Augen des Drachen, im Original Eyes of the Dragon, entstand für seine Tochter Naomi und für Ben, den Sohn seines Freundes Peter Straub. Und King sieht sich selbst als Geschichtenerzähler dieser ganz klassischen Fantasy-Geschichte. Das Buch erschien 1987 in einer für King zumindest ziemlich kleinen Auflage von 1250 Stück bei Viking Press. Und es war ja auch nicht der erste Fantasy-Roman, den er geschrieben hat. Die Geschichte enthält auch viele Versatzstücke aus früheren Werken. Dela freut sich bestimmt schon drauf. Ja.
Ja, aber kann sie denn auch die Qualität und den Erfolg seiner bisherigen Werke anknüpfen? Das werden wir heute mal diskutieren. Und dazu gibt uns Jonas jetzt mal den Inhalt. Das mache ich gerne. Die Geschichte ist geschrieben, als würde sie von einem Geschichten- oder Märchenerzähler erzählt werden. Und dieser Erzähler redet auch zuweilen direkt mit uns als Lesern. Die wichtigsten Personen sind die zwei Prinzen Peter und Thomas, ihr Vater Roland und der Zauberer Fleck, das ist so der wichtigste Berater des Königs. Fleck hat den Plan, das Königreich in die Anarchie zu stürzen, weil er es kann oder zumindest davon ausgeht. Deswegen will er verhindern, den kompetenten Peter als Thronfolger zu sehen, und er vergiftet den König und hängt Peter den Mord an. Der wird dann auch inhaftiert, in den Turm gesperrt und sein Bruder Thomas wird König. Der ist mehr oder weniger Flecks Marionette und nimmt das alles hin, obwohl er genau weiß, dass Fleck seinen Vater vergiftet hat. Er hat ihn nämlich durch ja die Augen des Drachen, wie es so schön heißt, beobachtet. Das ist einfach ein Drache, den der Vater mal getötet hat, hängt ausgestopfter Kopf an der Wand und da kann man durch einen Geheimraum durch die Augen gucken. Und da hat er das gesehen. Aber er genießt es mal, seinem Bruder überlegen zu sein. Und König sein ist ja auch toll, da kann man immer viel saufen und muss nicht viel tun. Fleck macht ja alles und er findet das halt toll. Ja, über die Jahre bildet sich dann ein Widerstand gegen den König. Das hat Fleck auch so geplant. Nicht geplant hat er, dass die Peter befreien, der auch einen eigenen Fluchtplan hat. Ja, Peter entkommt dann mit Hilfe dieser Rebellen, Fleck verfolgt sie und es kommt zum Showdown und der reuige Thomas erschießt Fleck mit einem Pfeil. Okay, ganz herzlichen Dank für diese Zusammenfassung. Sehr gerne. Ja, wie war denn euer allererster Eindruck zu diesem Buch? Also generell, es ist ja nun durchaus doch was anderes als die anderen Romane, die wir bisher hatten. Wie gefällt euch denn das Konzept, da wirklich ein Kindermärchen draus zu machen? Fabs? Mir gefiel es gut. Also, wie gesagt, es ist so das Erste, was ich überhaupt von ihm gelesen habe. Und ich finde es ja auch gut geschrieben. Es ist ein bisschen befremdlich, dass er eben so viel mit dem Zuschauer, also mit dem Leser direkt spricht und vor allem auch immer auf, das erzähle ich euch später und das erzähle ich euch in einer anderen Geschichte und all solche Sachen. Das ist vielleicht ein bisschen drüber. Aber sonst gefällt mir die Welt. Das Worldbuilding ist ganz gut. Es wird ein bisschen viel die Kindheit beschrieben am Anfang, was aber eigentlich nur hilft, um die Geschichte zusammenzuführen. Mhm. Ja, mir ging es ganz ähnlich. Also ich habe an der Geschichte selber durchaus meinen Spaß gehabt, aber was mir wahnsinnig auf den Keks ging, war eben wirklich diese Kommentarebene, möchte ich es mal nennen. Die war echt übertrieben. Andererseits im Nachgang, wenn man sich wirklich überlegt, dass das Buch wirklich für seine 13-jährige Tochter geschrieben ist. Ich glaube, bei einem 13-jährigen Kind ist das vielleicht schon nicht verkehrt, quasi da immer noch eine Kommentarebene reinzubringen, um das Kind bei der Stange zu halten. Aber an sich als Stilmittel fand ich es doch schon sehr schwierig. Flo, wie ging's dir? Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass ich nicht so der große Fantasy-Fan bin. In Verbindung mit einer Fantasy-Geschichte, oder es ist ja eigentlich ein Märchen, eine Märchengeschichte, da fand ich das ganz okay, aber er macht hier Sachen, die er auch sonst oft macht, nur halt mit anderen Stilmitteln, durch dieses Erzählerische verrät er am Anfang ja schon sehr viel davon, wie es ausgeht. Man weiß nicht, wie das passiert, aber man weiß doch schon, ja, wie die Geschichte enden wird oder was für wichtige Punkte da auftauchen werden. Fand ich auch ein bisschen anstrengend. Ja, mein erster Eindruck war, oh mein Gott, was hörst du dir hier gerade an? Ich fand den Erzählstil schrecklich. Ich wusste allerdings anfangs auch nicht, dass es als Kinderbuch geplant ist. Das hat mir dann erklärt, warum das so geschrieben ist, wie es ist. Hat es aber nicht besser gemacht. Ich habe halt sehr eindeutig gemerkt, okay, ich bin nicht die Zielgruppe für dieses Buch. Mhm, okay. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch erstmal im Detail ein bisschen über die Charaktere. Und da würde ich anfangen erstmal mit dem eigentlichen Herrscher dieses Reiches, nämlich mit Roland.
Ganz kurz, es ist natürlich, vermutlich, wahrscheinlich nicht der klassische Roland, den wir in anderen Konstellationen andererweitig kennenlernen werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach nur ein Zufall bis eventuell gut gewählter Name mit leichten Anleihen. Aber ich glaube schon, dass es ein ziemlich gewollter Zufall ist. Ja, aber es ist halt nicht, also nicht diese Person, die wir später kennenlernen werden. Weder in der einen noch in der anderen Zeitebene. Und ja, er ist halt quasi der ursprüngliche Herrscher dieses Reiches. Er ist ein bisschen inkompetent, aber generell eigentlich macht er jetzt keinen ja allzu störenden Eindruck, möchte ich mal sagen. Ja, das finde ich jetzt wieder sehr realistisch. Ich meine, guck dich in der Weltgeschichte um. Es gibt viele inkompetente Führer, aber die, die wenigstens ja nichts machen, die stören auch nicht, anders als andere. Ja, er ist eine ziemlich nichtssagende Figur, würde ich mal behaupten. Er ist der dicke, versoffene, fröhliche Typ, der ab und zu mal einen Wutausbruch hat, aber ansonsten könnte er auch alles andere sein als ein König. Genau, also er wirkt halt ein bisschen wie so ein Bauer, der zufällig in diese Rolle reingestolpert ist. Und deswegen natürlich auch auf Gedeih und Verderb seinen Beratern ausgeliefert ist. Paps? Immerhin ist er ja aber auch nett zum Volk. Also man erfährt in der Geschichte von ein, zwei Herrschern, die noch davor kamen, weil es ja ein uraltes Königreich ist. Und die waren alle häufig schlimm und schlecht zu ihrem Volk. Und er geht nicht nur zwangsmäßig zu einem Bauernfest, sondern geht sogar gerne hin. Zum einen natürlich, weil er sich betrinken kann. Und zum anderen, um die Volksnähe sozusagen eigentlich sogar zu leben. Und das ist ja, finde ich zumindest, ganz nett. Mhm. Jonas? Ja, er wird als sympathischer Trottel beschrieben. Und wenn man es mal genau sieht, seine Hauptaufgabe im Buch ist halt auch, die Söhne unterschiedlich zu behandeln und dann zu sterben. Das ist ja seine Funktion. Und ja, ich finde dafür, dass er ja nur so wenig Funktion hatte, hat man ihn doch recht gut beschrieben und hat auch eine gewisse Sympathie mit ihm bekommen. Ja, was ich halt an ihm wirklich interessant fand, wir haben ja ein paar Szenen mit ihm. Einerseits ist er halt wirklich, also wir bilden ja in diesem Buch quasi mehrere Stufen der Aristokratie ab. Wir haben einmal wirklich diese extrem verderbte Geschichte. Da wird zum Beispiel, der Satz fällt dann irgendwann: Biss nicht König John oft Forellen bei lebendigem Leib die Köpfe ab und steckte die zuckenden Fischleiber dann den Dienerinnen in ihr Dekolleté. Also wir haben hier wirklich einerseits diese Verderbtheit der Aristokratie und diese ganze Dekadenz und den ganzen Kram. Wir haben natürlich die unfähigen Herrscher, die aber eigentlich nichts Böses wollen und auch ganz gut zum Volk sind. Und wir haben natürlich die tatsächlich böswilligen Herrscher. Wie gesagt, in dem Falle sind die böswilligen Herrscher natürlich von Fleck in dem Sinne gesteuert. Aber ich glaube, ihn als so eine Abstufung auf dieser Leiter zu zeigen, ist ganz gut gelungen. Und was ich an ihm sehr schön fand, er macht sich selten Gedanken, weil er auch wirklich selber weiß, dass er unfähig und teilweise recht dumm ist. Es wird auch beschrieben, dass es ihm halt wirklich schwerfällt, sich auf Dinge zu konzentrieren. Aber wenn es Sachen sind, die ihm wirklich wichtig sind, zum Beispiel diese Diskussion, ob Peter, den wir gleich kennenlernen werden, sein Puppenhaus als Kind bespielen darf, weil er ja ein Junge ist. In dieser Frage lässt er sich ja tatsächlich einerseits Zeit, er bittet sich halt auch seine Bedenkzeit dafür aus und er lässt sich in der Entscheidung auch nicht von irgendwas abbringen. Er hat eben auch noch so ein bisschen den tragischen Anteil, weil er lange keine Frau gefunden hat und dann ist es eine, die objektiv gesehen wahrscheinlich dann doch zu gut ist für ihn, wenn man so will, aber aristokratisch auf einer unteren Stufe. Und ich weiß nicht, ob wir über Sascha speziell sprechen, weil sie nur so einen kurzen Anteil hat. Ich würde sagen, wir nehmen sie jetzt einfach mit rein. Ja, also die ist ja wirklich
maßgeblich dafür da gewesen, also im Gegensatz zu anderen Frauenfiguren bei King vielleicht dann, maßgeblich dafür da gewesen, dass die Geschichte gut ist und endet. Mit der ganzen Servietten-Sache, also so viel Einfluss, wie sie dann auf Peter hatte. Genau, also tatsächlich eben wirklich einerseits stellt sie halt wirklich dieses erziehende Moment dar und die gute Seite der Aristokratie, das eben mit Macht auch eine Verantwortung einhergeht, was ich auch ganz nett fand. Und andererseits natürlich durch ihren frühen Tod erklärt sie auch, warum der eine eben noch eine vernünftige Erziehung angedeiht bekommen hat und der andere eben nicht mehr. Und was ich hier ganz interessant fand, ist es endlich mal, ich will nicht sagen eine vernünftige Frauenrolle, weil sie ja recht schnell wieder weg ist, aber sie ist endlich mal nicht als Frau die Quelle allen Übels, außer durch ihren Tod. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Das ist, obwohl sie wirklich nur so kurz dabei ist, eine der besten Frauenfiguren, die wir seit langem hatten. Hatte King vielleicht einfach nicht genug Zeit in der Geschichte, um sie zu verrunzen, oder? Ja, oder er wollte tatsächlich seiner Tochter mal eine Vorbildfunktion schreiben. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube auch nicht, dass er die sonstigen Frauenfiguren absichtlich so scheiße schreibt. Ich glaube, es passiert ihm einfach. Ja, das stimmt. Aber auch hier haben wir halt wieder dieses klassische Element, dass wir einen König haben oder eine haupthandelnde Person, die ja durchaus Schwierigkeiten mit Frauen haben. Ich möchte an dieser Stelle wieder zitieren, Frauen machten ihm Angst. Und er hatte auch den Vorgang nie gemocht, der Babys in die Leiber von Frauen bringt. Auch dieser Akt machte ihm Angst. Also ganz ehrlich, so viele Charaktere wie King mit diesem Ansatz schreibt, ich glaube, da liegt tatsächlich ein Trauma dahinter, wenn ihr mich fragt. Naja, hat 3 Kinder. Wer weiß. Ich glaube, da zeigt sich eben auch schon dieser Unterschied zwischen Peter und Thomas, weil Peter gezeugt wurde, indem Sascha dem König gut zuredete und besonders nett zu ihm war und er wirklich aus Liebe gezeugt wurde. Und bei Thomas war es ja dann schon ein Potenzmittel von Flag, das wieder eine gewalttätige Komponente reingebracht hat in den Liebesakt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, reden wir doch über die beiden Kinder, die aus dieser Verbindung hervorgehen. Würde ich sagen, fangen wir mit Peter an, denn er ist ja da der Erstgeborene. Und er steht halt generell, wie gesagt, unter schon einem guten Stern. Er ist halt in Liebe gezeugt, er ist das hoch erwartete Erstgeborene. Er kriegt noch die volle Erziehung von Sascha angedient und er ist halt der eigentlich strahlende Abziehbildritter, den wir bräuchten in diesem Königreich. Ja, er ist, glaube ich, der sprichwörtlich strahlende Prinz. Vielmehr weiß ich nicht, ob ich es so sagen möchte. Ja, und auch dementsprechend langweilig in meinen Augen. Ja, ja, genau. Bin ich wohl bei euch. Also mir ging ja auch... Ich weiß, er ist so angelegt, man muss ihn sympathisch finden, man soll ihn sympathisch finden, aber er fällt mir unglaublich schwer, dass er mir nicht völlig egal ist. Das ist ganz schade. Bei mir hat es funktioniert und die reingestreuten Stellen, wo er ich komme jetzt quasi schon sofort mit dem Tolkien-Vergleich, aber wo er dann, so wie es vielleicht eine tolkieneske Figur hätte, diese Königlichkeit herausbringt, als zum Beispiel das Pferd getötet werden sollte mit dem gebrochenen Bein und er kann dem Stallmeister fast schon auf magische Weise mit seiner königlichen Stimme schon mit 12 oder 14 befehlen, dass er das nicht tut. Für mich hat es funktioniert. Ja, es funktioniert, aber er bleibt halt für mich keine Figur. Moment, wartet mal ganz kurz. Dann mache ich so lange weiter. Ich finde, man merkt hier, dass das Buch sehr kindlich geschrieben ist. Es gibt halt gute Charaktere und schlechte Charaktere und schlichte Charaktere. Also es gibt wenig Grau, sondern viel Schwarz und Weiß und es ist halt ein Kinderbuch. Ich meine, dafür mag das sein. Vielleicht hat es bei dir gewirkt, weil du es schon so früh gelesen hast, relativ jung. Da hätte es mir wahrscheinlich auch besser gefallen, aber
jetzt als mit Mitte 30 so eine Geschichte, das ist halt, ja, seltsam. Ja, und vor allem, ich glaube tatsächlich, er funktioniert, aber er funktioniert nicht als Charakter, sondern als Demon. Denn für mich ist es wirklich so ein Ding, die natürliche Macht. Also quasi, wir haben ja hier wirklich das Problem von Chaos und Anarchie, von verderbter Aristokratie, aber gleichzeitig das Gegenkonzept dazu eben diese natürliche angeborene Ausstrahlung und Aura von geborener Macht. Und als solches steht er dafür halt für mich mehr oder weniger wirklich nur als Symbol, nicht als Figur. Wir kommen ja irgendwie wahrscheinlich bald auf Thomas zu sprechen, der für mich so auf jeden Fall den grauen Anteil dann vielleicht hätte. Aber es ist auch natürlich eine Geschichte davon, wie schlimme Dinge einem passieren können und man sie unterschiedlich selbst für sich ausmacht. Also Peter wird verurteilt für etwas, was er nicht getan hat. Und das nach kurzer Trauerperiode sozusagen nimmt er sich eben doch vor, das zu ändern sozusagen. Also er gibt dann nicht so schnell auf. Na, okay, ja, es ist vielleicht plakativ gut dann in dem Fall. Mhm. Naja, dann würde ich sagen, reden wir doch über Thomas, denn er ist ja wirklich so ein bisschen sein Gegenentwurf, wobei er, wie ja auch King in seinem Kommentar immer wieder betont, er ist halt nicht richtig böse, aber er ist halt ein bisschen die Marionette und durch seine Passivität ermöglicht er halt das Böse. Wie findet ihr ihn denn? Ja, wie du sagst, er ist die Marionette. Viel mehr Charakter hat er auch nicht. Er ist so von Fleck kontrolliert, dass er kaum für mich eigene Persönlichkeit entwickelt. Hat er euch denn leid getan? Weil bei mir war es tatsächlich so, ich kann den nicht richtig doof finden, weder als Charakter noch als Idee, aber er tat mir tatsächlich in einigen Szenen ernsthaft leid. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu viel hineinlese, wenn ihr das alle anders seht, aber ich habe auf jeden Fall viel mit ihm gelitten, quasi. Fand ihn glaubhaft, indem er einfach viele Dinge zugelassen hat und halt einfach nur so als melancholischen, traurigen Charakter für mich zumindest. Genau, das ging mir aber genauso. Also mit ihm fand ich echter als Charakter als Peter. Denn was bei mir einerseits sehr gewirkt hat, die beiden sind ja so vom Alter her gar nicht so weit weg voneinander. Ich glaube, das sind 2 oder 3 Jahre. 5, glaube ich. Oder 5, aber auf jeden Fall sind sie ja nicht so viel, so weit weg voneinander. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Alter, das ja bei Thomas auch nochmal eine Rolle spielt, der hat mir gerade in seiner Kindlichkeit so leid getan, der arme Kerl. Weil bei ihm kommt man halt, merkt man halt wirklich, dass er der Sache gar nicht gewachsen sein könnte, selbst wenn er voll der gute Mensch wäre. Aber er ist halt erstens einfach viel zu jung und viel zu unerfahren und drittens die Behandlung, die ihm ja so zugeteilt wurde in seiner frühen Kindheit, die war ja auch eigentlich recht prädestiniert dafür, dass er eben unsicher ist und ängstlich und gedemütigt und so weiter. Ja, da kann ich zustimmen. Also, er gehört auch, oder er ist die Figur, mit der ich mich am ehesten noch identifizieren kann, irgendwie. Weil er steht halt immer im Schatten seines älteren Bruders. Und ich habe auch einen älteren Bruder, ich kann das in Teilen nachvollziehen. Sicher nicht so ausgeprägt wie hier, aber diese Grundhaltung, auch schon wieder die Geschwister, die das besser machen, besser hinbekommen oder einfach nur mehr Aufmerksamkeit bekommen, das kenne ich durchaus. So gut ich die Zusammenfassung fand, in dem Punkt würde ich widersprechen, wo eben der Thomas das toll findet, sich zu betrinken und so zu werden wie sein Vater. Das sehe ich eben nicht so. Er macht es eigentlich ja schon da, um bestimmte Dinge zu verdrängen, weil er ja definitiv mehr sieht, als er hätte sehen sollen und Flag ja gruselig findet. Das finde ich überhaupt die spannendste Schere in dem Buch, dass man jemanden so sehr, also dass jemand einen so sehr verängstigt, man ihn aber trotzdem braucht. Das ist ganz krass.
Naja, ich glaube, ich lese da persönlich auch gar nicht unbedingt. Also ja, er hat natürlich wahnsinnig Angst vor Fleck. Aber ich glaube, viel mehr Angst als vor Fleck hat er davor, mit dieser Macht, die ihm ja zugeteilt worden ist, alleine plötzlich da zu stehen und alleine die Verantwortung tragen zu müssen und so weiter. Und davor hat er noch viel, viel mehr Angst. Und das fand ich eigentlich den interessanten Punkt daran. Das sieht man ja schon an der Szene, als er eben mitgeteilt kriegt, dass er jetzt der Herrscher ist. Und auf einmal in seinem Fieberanfall, der ja durch die Vergiftung da und das Zeugentum ausgelöst wurde und so weiter. Und er wacht auf und fleht Fleck tatsächlich wirklich an, jetzt nicht wegzugehen. Obwohl er ihn ja als Kind schon immer gruselig fand und auch von ihm ja auch immer mal verarscht worden ist und so. Ich bin der ältere Bruder in meiner Familie gewesen, aber nie so, so wie das. Also ich hoffe eigentlich, dass meine Schwester nie das Gefühl hatte, dass man mich mehr mochte oder so. Ich kann mir das auch kaum vorstellen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, vor allem, also die schlimmste Szene fand ich für Thomas eben etwas, was er wirklich gut kann, das Bogenschießen. Dafür wird Peter dann gelobt, weil er das einmal ganz okay gemacht hat. Und dieses Boot, womit er sich mega abgeplagt hat, irgendwie, das wird ignoriert. Das ist vielleicht noch eher das, was ich dann nachvollziehen kann, wenn man sich anstrengt und dann eben von der Vaterfigur nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie man möchte. Und Punkt 2, ich kann das 100 pro nachvollziehen, wenn man im Endeffekt sein Vater wird später. Also ich habe das schon immer mit Ähnlichkeit und mit einigen ähnlichen Persönlichkeitszügen mit meinem Vater eben gehabt. Und das ist auch manchmal ein bisschen gruselig. Ja, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Und gerade diese Szene mit dem Boot, die fand ich auch echt schlimm. Also da hat er mir echt leid getan, der arme Hund. Aber was ich auch interessant fand, war die Dynamik zwischen den beiden Brüdern, als sie Kinder sind. Denn Peter will ja ihn immer noch ein bisschen in die Richtung schubsen, dass eben Papa ihm auch mal zuhört und so weiter und so fort. Und er gibt ihm ja zum Beispiel auch diesen Rat mit dem Geschenk mit dem gekauften Wein aus dem eigenen Weinkeller und so weiter. Und er will ja eigentlich, ihm ist das ja selbst unangenehm, dass er die ganze Aufmerksamkeit von Papa kriegt, aber er kann es ja auch nicht ändern. Und gleichzeitig ist Thomas aber eben ab und zu mal in der Situation, dass er halt tatsächlich aus entweder Trotz oder eigener Dummheit die Chancen, die er dann hat, auch tatsächlich versaut, schlicht und ergreifend. Ja, aber woher soll er es auch besser wissen, sag ich jetzt mal. Genau, ja, das ist es. Das ist es. Also er kann einem schon doch ein bisschen leid tun in der Hinsicht, ja. Weil genau genommen hatte er nie eine Chance. Gut, wollen wir denn über die anderen Charaktere, die so als Rahmenhandlung noch auftreten, also diese Helfer von Peter, seine Freunde und so, ich würde sagen, die bereden wir dann in der richtigen Besprechung, oder? Wenn jemand noch verdient, ausführlicher besprochen zu werden, dann ja wahrscheinlich der Antagonist mit Fleck. Ja. Natürlich. Auch wollen wir die nicht weglassen. Nein, Fleck ist natürlich in diesem Buch auch einer der Gründe, weshalb ich das Buch so mag. Und auch hier wieder kannst du, ja, er ist böse, natürlich. Aber ich glaube, hier ist auch wieder sein Chaos und sein ja, Unordnungselement viel wichtiger als das Element der Bösartigkeit. Denn er ist halt immer so furchtbar fröhlich und so furchtbar glücklich, selbst wenn er wütend ist. Das finde ich an ihm so grandios als Charakter. Ich mag ihn einfach. Also, ich habe ihn hier gar nicht so fröhlich wahrgenommen. Mag sein, dass das an der Hörbuchversion liegt, aber er kam mir immer sehr dunkel, zurückgezogen, nachdenklich vor, wie, ja, irgendwie mehr mysteriös, denn fröhlich, offen, wahnsinnig. Sehe ich genauso. Also das Chaos, das wir ja bis jetzt schon kennengelernt haben mit als Fleck, das kommt für mich hier nicht so aus. Er ist mehr so der brüterische, böse Planer und nicht das bösartige, chaotische, die Naturgewalt. Ja, Naturgewalt, da gebe ich dir recht. Paps? Er freut sich ja schon tierisch über seine bösen Pläne eigentlich. Also das finde ich auch. Also ich habe später eine Passage, die ich jetzt als Zitat gebracht hätte oder so, wo ich finde, dass es gut rauskommt. Und
wenn ich mir jetzt etwas vorstellen würde, wenn man es vergleichen würde, dann irgendwie so ein Jafar in Aladdin oder so. Genau, ja. Nein, ich habe an Fleck wahnsinnigen Spaß. Ich habe an Fleck immer wahnsinnigen Spaß, das wisst ihr. Und ich finde ja auch seine Motivation in dem Fall wieder ganz interessant. Denn er hat ja, wie gesagt, wirklich das Ziel vor Augen, die ganze Monarchie zu stürzen. Und eben, ja, dass da ab und zu ein paar Leute tot umfallen, das ist halt positives Beiwerk. Aber generell geht es ihm einfach nur darum, Chaos zu stiften und nicht unbedingt darum, Leute umzubringen, sondern das fällt halt dabei raus und das macht uns noch mehr glücklich. Das ist so ein bisschen Fingerübung. Also dieses Königreich hier ist tausende Jahre alt und er ist immer mal wieder da gewesen in mindestens drei Personas, die wir kennenlernen in dem Buch irgendwie. Und immer wieder versucht er einfach, das noch schlimmer werden zu lassen, geht ein bisschen weg und kommt wieder und macht es noch schlimmer. Genau, also ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen sein Pet-Project, wo er immer mal, wenn ihm die anderen Sachen zu langweilig wären, dann geht er halt wieder dorthin und macht dort ein bisschen Unsinn. Weil das ist halt auch ein leichtes Ziel, diese Art der Monarchie. Ja, er ist ja der wirkliche Herrscher im Land. Ich glaube, da besteht kein Zweifel. Das wissen auch die meisten der Bewohner schon. Ich finde es schön, wenn so beschrieben wird, wie allein sein Name schon Furcht in den Herzen der Landbewohner sät. Und ich finde es schön, dass man so im Laufe des Buchs so einen Einblick in seine Vergangenheit so ein bisschen bekommt. Das macht mir auch relativ viel Spaß. Ja, und was mir halt tatsächlich auch sehr gefällt an der ganzen Sache, ist eben wirklich, Fleck will nicht Macht. Denn wenn er geil auf die Macht wäre, dann würde er sich natürlich Mühe geben, dass er immer weiter irgendwelche lustigen Marionettenkönige hat, die er da fernsteuern kann und so weiter. Nein, darum geht's ihm nicht. Der will nicht die Macht. Der will einfach nur das Chaos stiften. Und deswegen sägt er natürlich effektiv auch an seinem eigenen Ast. Denn wenn das Land plötzlich demokratisch wäre, dann könnte er natürlich auch ganz anders und wesentlich schlechter manipulieren und damit arbeiten. Das fand ich an ihm eigentlich auch immer ganz interessant. Also ich hatte schon den Eindruck, dass er die Macht will. Er will nur nicht König sein, weil deren Köpfe rollen meistens, aber nicht die der Berater. Die können einfach abhauen und untertauchen. Ja, aber wie gesagt, warum will er dann die Monarchie stürzen in dem Sinne, die er ja wesentlich einfacher kontrollieren kann als eine zum Beispiel Demokratie? Weil er gerade Lust dazu hat. Er hatte den Einfall, ach, ich will hier mal Anarchie machen, also mache ich das jetzt. Aber grundsätzlich hatte ich den Eindruck, dass er schon gern an der Macht ist, aber jetzt erstmal das Ziel Anarchie und dann mal gucken, wann ich wieder hier hinkomme oder wohin ich sonst gehe. Mal schauen. Ja, okay, da gebe ich dir recht, ja. Aber wie gesagt, denn die Macht kann er sich ja in allen anderen Regionen, wo er dann zwischendrin ist, eben auch nochmal besorgen, wenn es langweilig ist. Was ich an ihm noch ganz interessant fand, war tatsächlich auch die Tatsache, er hat ja auch überhaupt keine Probleme, Gutes zu tun, wenn es ihm denn gerade mal auf lange Sicht einen Gefallen sichert. Also wir haben ja dann diese Szene, wo er der jungen Frau, also der älteren Hebamme. Frau hilft. Der Hebamme hilft, genau. Die ja einen schwerbehinderten Sohn hat. Es wird so ein bisschen wie Epileptiker beschrieben. Der dann halt auch tatsächlich einen Heiltrank andreht. Statt den Armen. Also ich hätte jetzt innerhalb des Charakters von Fleck tatsächlich mit einer Argumentation gerechnet. Ja, ich befreie ihn von seiner Krankheit, aber halt indem ich ihn umbringe. Das wäre eigentlich das in seiner Logik logischere gewesen. Aber er möchte sich halt den Gefallen für die Zukunft sichern, weil er an die Ferne denkt. Deswegen sehe ich das auch nicht unbedingt als was Gutes, was er gemacht hat. Also hätte er ihn umgebracht und erlöst sozusagen in der Logik, dann wäre die Hebamme ihm nicht so den Gefallen schuldig geblieben. Ja, natürlich, das meine ich halt. Aber er denkt halt logisch genug, um zu sehen, ab und zu muss ich halt die Kröte mal fressen und in Anführungsstrichen freundlich sein, damit halt in langer Sicht was für mich dabei rausspringt. Von daher einfach dann dieses typische Machiavelli-artige Planen dann in dem Sinne. Ich würde vielleicht noch gern über die schwankende Kompetenz irgendwie reden wollen. Also wir kommen auf jeden Fall später noch dazu, aber zu diesem Punkt ist er wo schon überall aufgetaucht? Bis jetzt hatten wir ihn bei The Stand. Und ich glaube, das war's.
Und, nee, Quatsch, in bei Schwarz noch. Schwarz, genau. Ja, der dunkle Turm. Also in den beiden schon, okay. Und da weiß ich eben jetzt nicht, also hier in dem mittelalterlichen Fantasy-Königreich hat er schon echt viel Kompetenz, was seine Gifte angeht, was so ein paar Zaubersprüche angeht. Er hat ein ganz besonderes, tolles Buch zum Beispiel. Aber später wird er dann auch wieder ein bisschen schlechter darin, hatte ich das Gefühl. Also gerade als er dann loszieht in den Norden und die noch nicht ganz Rebellen irgendwie ausfindig machen möchte, dann kann er plötzlich nichts mehr. Oder ist es einfach nur, weil die Geflüchteten so viel kompetenter sind? Ja, also er liegt halt tatsächlich, und das haben wir ja auch in ganz vielen dieser Bücher, die wir jetzt schon genannt haben, er hat halt innerhalb der Sachen tatsächlich Schwankungen in seinen Fähigkeiten. Aber ich glaube, das kann man tatsächlich auf den Einfluss des Weisen so ein bisschen mitschieben, als Konkurrenzkraft, möchte ich mal sagen. Denn wir haben zum Beispiel ja bei The Stand auch diese Szene, wo er ja Nadine schwängert und am Ende sie in seiner eigenen Wut umbringt und sich damit seines Erben beraubt. Und er hat halt wirklich in all seinen Büchern immer mal so schwächere Momente. Aber ich glaube wirklich, man kann das so reinlesen, als wäre das der Einfluss des Weisen, damit eben das Gute doch tatsächlich noch eine Chance haben könnte. Mhm. Und das haben wir halt auch in diesem Buch hier ganz oft, dass er eben den Plan von Peter eben nicht durchschaut, obwohl er ja eigentlich alles weiß und so weiter und so fort. Also da hast du schon recht, diese Kompetenzschwankungen, die sind schon sehr stark ausgeprägt. Wie findet ihr denn das, in Anführungszeichen, das Ende von Fleck in diesem Buch? Ja, er ist ja nie weg. Also er wird verletzt und er verpufft. Aber das haben wir ja genauso bei The Stand auch, dass er ja eigentlich sich in Luft auflöst, bevor es ihn tatsächlich vernichten kann. Also ich fand das fair. Ich fand das Ende fair. Es wird das Gleichgewicht gewahrt, es gewinnen eben nicht nur die Guten, aber das Böse ist erstmal zurückgeschlagen. Ja, Thomas und Dennis machen sich ja auf den Weg, ihn zu jagen. Und viel mehr erfährt man ja nicht. Man kann aber aus den Geschichten so rauslesen, dass zum Beispiel der Dunkle Turm zeitlich später spielt. Das heißt, sie werden wohl nicht so unbedingt erfolgreich gewesen sein mit ihrer Jagd. Das finde ich eigentlich auch eine so ganz nette Querverbindung. Naja, tatsächlich erfolgreich ist ja eine Frage. Ich meine, sie können ihn ja noch 20 Mal gestellt haben und noch 20 Mal ein Pfeil durchs Auge geschossen haben. Es bringt halt nur nichts, weil er immer wiederkommt. Das ist ja der schöne Fleck. Das muss ja per Definition nicht heißen, dass sie keinen Erfolg hatten. Wenn man mit so einem Urbösen irgendwie arbeitet hier, das nicht getötet werden kann oder also entweder dann nur sehr, sehr, sehr schwer, dann ist das ja klar. Flo, du hattest so einen Widerspruch angesetzt? Das Übliche. Nein, ich sehe das anders, aber ja. Nein, ich denke schon, dass ihre Jagd nach Fleck letztendlich ein Misserfolg war. Ja, ich sag mal so, sie sind jetzt ja auch nicht unbedingt die kompetentesten aller Charaktere. Also wundern würde es mich nicht, sagen wir es mal so. Würde ich sagen, gehen wir doch mal richtig auf die Szenen ein bisschen ein. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, es fällt mir etwas schwer, weil so richtig Passion tut ja hier in dem Buch auch nicht. Also wir haben eben einerseits so die Beschreibungen der Kindheitserlebnisse von Thomas und Petra, eben diese Ansprache der Mutter zum Beispiel von Hunden und Menschen und so weiter und so fort und diese ganzen Parabeln und der ganze Quatsch. Ja, es war ganz nett, aber... Man kann ja vielleicht noch mal ganz kurz überhaupt über die Form sprechen. Also es sind 142 Kapitel, teilweise sind die extrem kurz und eben wirklich nur so ein paar Sätze lang. In der deutschen Ausgabe, die ich jetzt geholt habe, das Heine Taschenbuch, das aktuelle, da sind die auch so gesetzt, dass wenn ein Kapitel zu Ende ist, wirklich eine neue Seite angefangen wurde, so dass man eben wirklich 510 Seiten oder 509 Seiten hatte, wobei ich jetzt von meinem Nachbarn die englische Ausgabe habe, wo erstens die Illustrationen noch mit drin sind, aber zweitens auch auf diesen krassen Absatz verzichtet wurde. Und da sind es dann nur 308, wenn man das jetzt in Keystrokes oder also in Buchstaben übersetzt, sind es eben nur 103.000 Zeichen oder so ähnlich.
Also es ist eigentlich viel kürzer als andere, hat aber zumindest jetzt im Deutschen so eine aufgeblähte Form. Ja, ich fand es halt tatsächlich, das hättest du auch in eine Kurzgeschichte packen können, das ganze Ding, finde ich. Von der Handlung her auf jeden Fall, also es ist ziemlich aufgeblasen, aber das kennt man ja von King. Nur diesmal ist wirklich nicht so allzu viel Substanz dahinter, weil es ja eine Kindergeschichte sein soll. Ja, aber gerade bei einer Kindergeschichte hätte ich dann tatsächlich gedacht, dass es kürzer macht. Ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne von einem 13-jährigen Kind ist ja auch nicht unbedingt auf 500 Seiten ausgelegt, ne? Naja, es sind immerhin nur 500 und keine 1500. Das ist ein valider Punkt, ja. Ja, wie fandet ihr denn diese ganze Parabelebene an der ganzen Sache? Mir persönlich ging die ja ganz schön auf den Keks, weil, ja, aber dafür, dass es halt ein Kinderbuch ist, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Also was genau, dass jetzt ein Kind sich da hineinversetzen kann, entweder der goldene Junge oder der, die, also quasi Pechmarie oder Goldmarie zu sein? Ja, das unter anderem, aber eben auch dieses Element von Zivilisation und Ordnung ist das Einzige, was uns vom Chaos trennt, und Passivität kannst du dir nicht leisten und solche Dinge, du musst dein eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Also es ist halt sehr plakativ und das nervt mich ein bisschen, aber ich glaube, für ein Kinderbuch ist das doch durchaus ein netter Ansatz. Gerade wenn man es so mit klassischen Märchen vergleicht. Ich habe, glaube ich, das mal wieder komplett überlesen. Also es wird nicht weniger modern. Also das ist jetzt fast so alt, vielleicht leicht jünger als ich oder so, aber ich kann das alles noch nachvollziehen. Und gerade eine Passage mit dem Drachensand gab es irgendwie, der das vielleicht unterstreicht. Als Flag dann eben befiehlt, einer der Soldaten muss den Eimer aus dem Schloss hinausschaffen zur Pumpe beim großen alten Baum in der Mitte des Burgfrieds. Dort müsst ihr einen großen Zuber mit Wasser füllen und den Eimer hineinstellen. Der Zuber muss sodann in die Mitte des Johannasees gerudert und dort versenkt werden. In 100.000 Jahren wird der Drachensand den See wahrscheinlich aufgeheizt haben, aber darüber sollten sich die in jener Zeit, so sie je kommen wird, den Kopf zerbrechen, würde ich sagen. Das sagt Flag, und das ist so ein totales nukleare Energiethema, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Den Ansatz gibt es auf jeden Fall auch, dass er so ein bisschen dahin geht. Was ich halt vor allem hier in mehreren Szenen immer schön fand, ist, dass ja Fleck tatsächlich damit spielt, ja, dieser ganze Hokuspokus ist eigentlich gar nicht nötig. Das ist halt einfach nur, ich muss den Leuten eine gute Show bieten. Weil desto plakativer ich es ihnen vor die Nase halte, desto mehr glauben sie dran, dass da tatsächlich mehr dahinter ist. Und das fand ich an ihm eigentlich immer so cool, dass er eben wirklich diese Bühnenshow da abzieht tatsächlich. Nur weil es die Leute halt einfach von ihm erwarten. Die größte Bühnenshow war eben genau ungefähr um die Stelle, als er den Drachensand dem obersten Richter vorführt, eigentlich alles das nochmal macht, was er mit dem Vorbereiten des Gifttranks irgendwie schon gemacht hat, und dann dazu den Stein, den ja Peter ihm sogar noch gibt, irgendwie aushöhlt und so weiter und so weiter. Also da ist die größte Show, die das dann unterstreicht. Genau. Ja, und ansonsten spielen wir halt hier wie immer mit Alkoholismus und mangelnder Elternschaft, beziehungsweise versagender Elternschaft. Auch hier weißt du immer nicht, wie viel da King von seinem eigenen Alkoholismus und seinen eigenen Versagensängsten reinschreibt. Aber fand ich auch lustig, dass sich das hier auch wieder wiederholt. Ich denke schon, dass da so ein paar kleine autobiografische Punkte drin sind. Wie steht ihr denn eigentlich zu dieser ganzen Fantasy-Sache an sich? Also, hättest die gebraucht? Findet ihr die gut? Findet ihr die eher nervig? Ich finde sie okay. Es war halt das Setting, wie es ist. Gestört hat es mich nicht. Aber ist es denn für euch richtig Fantasy? Ich meine, außer dem Drachen? Ja, Märchen trifft es besser, glaube ich, als Fantasy. Aber, ja.
Also ich komme ja quasi so ein bisschen mehr aus der Ecke und hatte jetzt auch damals, als ich es das erste Mal gelesen habe, auch höchstens irgendwie alte Holbein-Sachen gelesen davor. Deswegen, ich finde es immer noch gut. Ja, es ist märchenhaftere Fantasy und die größten Elemente mit einem erklärten Magiesystem oder so, das ist hier nicht der Fall. Aber es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Hätte das jetzt in der realen Welt gespielt und es wäre tatsächlich irgendein Mordversuch mit, was weiß ich, wen hatte man so vergiftet mit irgendwelchen strahlenden Substanzen. Genau. Wäre das sowas gewesen, hätte mir das weniger Spaß gemacht. Aber es vielleicht auch persönlich meins. Hm? Nee, das, was er erzählt, das passt schon ganz gut in dieses Fantasy-Setting. Ich habe ja gesagt, bin ich so der Fan davon, aber es stört mich jetzt auch hier überhaupt nicht, weil es auch nicht wirklich so aufdringlich ist. Das ist schon alles so ganz in Ordnung. Ja, was? Entschuldigung? Machen wir es. Was ich halt lustig fand, ist tatsächlich für mich dieses Element, eigentlich bis auf diese Sache mit dem Drachen, ist es für mich nicht unbedingt ein Fantasy-Buch. Es ist halt, wie du schon sagst, Jonas, es ist eher ein Märchen. Aber was ich lustig finde, Fleck ist ja ein in den Zeiten wandelnder. Und es ist ja auch nie ganz gesagt, ob er nur linear in der Zeit wandern kann oder ob er auch wieder vor und zurück kann. Und was ich lustig finde, ist eben, dass er diese ganzen... Er ist ja in dem Sinne kein Zauberer, kein Magier, keine Hexe, was auch immer. Sondern er ist einfach ein ganz profaner Giftmischer, der halt ein bisschen Ahnung hat von dem Zeug, das da in seiner Umwelt rumliegt. Aber er propagiert eben dieses Bild als der Zauberer, weil er weiß, dass das ist, was in seiner Zeit, in dieser Zeit von ihm erwartet wird. Das finde ich eigentlich daran so lustig, dass er es eigentlich erst zum Fantasy-Buch macht, indem er es eben als, indem er eine Rolle spielt, schlicht und ergreifend. Kann er wirklich sonst gar nichts? Er macht ja auch so ein bisschen Heilmagie, Heiltinkturen. Und ja, da Tinkturen. Fand ich so und so. Genau, da geht's schon wieder los. Es ist eigentlich alles nur angerührte Suppe. Ja, aber da fand ich es eben auch so interessant, weil es an einer Stelle hieß, er selbst hat aufgehört, daran zu glauben, dass es was hilft und dadurch verlieren auch seine Heiltränke an Macht. Ja, aber er macht ja auch Feuer mit Hilfe seiner Hände und lässt Funken regnen und so. Also ja, ich denk schon, das ist nur Chemie. Nee, das habe ich so nicht gelesen. Ich glaube, das ist richtige Magie. Auch die Sachen, dass er weiß, wenn jemand seinen Namen ausspricht und so, das ist halt, das hat nichts mit Tränken oder mit Funkübertragung zu tun. Das glaube ich. Naja, okay. Ich habe einen Artikel von Richard Chisma gelesen. Das ist ein Freund von King, der verschiedene Buchreihen herausbringt, halt auch mit exklusiven Kurzgeschichten und sowas. Und der hatte in einem Artikel über dieses Buch geschrieben, dass er es mit einer Shakespeare-Geschichte vergleicht. Und direkt nach diesem Vergleich hat er geschrieben, lacht nicht, ich erkläre es euch. Ja, tatsächlich, kann ich nur. Ja, wir haben geisterhafte Visionen und Träume, die Zukunft vorhersagen. Wir haben hinterhältige Bösewichte, die ihr eigenes Spiel spielen. Wir haben einen Helden, der ja unschuldig im Gefängnis sitzt. Geheime Gänge im Schloss des Königs, Verrat, Geheimnisse und alles Mögliche. Wir haben innerfamiliäre Konflikte. Ja, wir haben natürlich auch hier den Helden, der vor Weisheit und Mut und Loyalität nur so strotzt. Und das Ganze natürlich mit dem klassischen Machtgefüge innerfamiliären Machtgefüge da in einer Königsfamilie. Tatsächlich habe ich, nachdem ich das gelesen habe, die Geschichte dann doch ein bisschen anders gesehen. Es stimmt schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die Qualität eines Shakespeares hat, aber es fängt ja schon damit an, ob man Shakespeare unbedingt Qualität unterstellen muss oder ob das nur alle sagen, weil man es so sagen muss. Ach, naja. Das besprechen wir in unserem Shakespeare-Podcast. Also es sind ja auch zum Beispiel mehrere Geistererscheinungen drin, die macht Shakespeare ja auch gern.
Und am ehesten finde ich dann eben diese ganze Thomas-Sache, dass er das sieht und sein Körper sich danach zerfrisst und er das zwar sehr schnell verdrängen kann, aber nie davon loskommt. Also das ist ja auch so ein bisschen wie Waschzwang von Dingens Frau. Wie heißt sie? Na, ist ja, das darf man ja eh nicht sagen. Ja, nein, das ist eigentlich ist das eine ganz klassische, zeitlose Geschichte. Deswegen ist das Setting eigentlich auch relativ egal. Deswegen hat es mich vielleicht auch wenig gestört. Mhm. Vielleicht liegt es da drin, ja. Was mich noch interessieren würde, Flo, gerade bei dir, wie bewertest du es denn im Kontext eines Coming-of-Age-Buchs? Gar nicht. Wir haben zwar hier zwei sehr junge Figuren, aber die sind keine Kinder, die langsam zu Erwachsenen werden. Die sind einfach so, wie sie sind. Ja, sie sind halt fertig. Und genau das ging mir eben auch so. Genau. Deswegen stört dich das wahrscheinlich weniger. Ja. Und mir sind die Figuren halt deswegen vielleicht auch egal. Genau. Dann würde ich sagen, reden wir doch noch ein bisschen wirklich über die Szenen. Also diesen Mord an dem König, den fand ich ja ganz nett. Wie er eben wirklich auch so geplant wird, dass das eben entsprechend auf Peter zurückfällt und so weiter und so fort. Wie der Alte sich halt auch eigentlich immer freut über sein Glas Wein und so weiter. Wie halt einem die eigenen Rituale zum Verhängnis werden. Das fand ich ganz nett. Naja, und wie gesagt, dann geht's halt weiter, wie eben diese Urteilsverkündung ja auch an, ich sag mal, erstmal bürokratischen Hürden ein bisschen hängt und schwankt. Aber was ich hier ganz interessant fand, ist wirklich, wie das Volk umschaltet von Juhu, wir haben einen neuen König und wir haben den ja alle so lieb und so weiter und so fort. Und da das große Freudenfest mehr oder weniger schon in der Planung und im Gange ist. Und das Ganze dann mehr oder weniger komplett ohne nachzudenken und ohne größere Probleme zu einem Lynchmob umschaltet. Das fand ich eigentlich ganz niedlich. Das finde ich auch sehr realistisch. Ja, auf jeden Fall. So sind Menschen halt. Es gab ja auch, glaube ich, eine Passage, wo einfach gesagt wurde, die Könige sind eben noch eine ganz andere Kategorie. Ich glaube, das war eine Dennis-Szene, wo der eben so beschrieb, wie das eben funktioniert, also wie das Volk getrennt ist von diesen höheren Wesen, den Königen oder so ähnlich. Und ich würde sagen, diese schnelle Rechtsprechung, die hängt ganz viel an eigentlich meiner liebsten Figur in der ganzen Geschichte, an diesem obersten Richter, wie würde man sagen, Peiner. Also der hat einfach die Autorität und das Vertrauen des Volkes und wenn der sagt, es war so, dann war es so. Und dann können wir jetzt auch Lynchmob sein. Ja, ihn fand ich sowieso auch tatsächlich einen echt interessanten Charakter. Denn er ist ja einer der wenigen, die hier in diesem Buch auch tatsächlich eine Wandlung durchmachen. Weil er halt wirklich in diesem Moment erstmal voll auf seine Expertise schwört und er lässt sich ja völlig aus dem Konzept bringen dadurch, dass eben ein, ich glaube, 15-jähriger Bengel natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass er des Mordes an seinem Vater beschuldigt wird, erstmal in Tränen ausbricht und so weiter. Das überbewertet er halt völlig und kommt deswegen auch zu dieser völlig falschen Einschätzung. Aber er macht sich ja darüber auch tatsächlich den Rest seines Lebens seine Vorwürfe und zieht daraus auch seine Konsequenzen. Das fand ich ganz interessant. Ja, genau. Das stimmt. Dieser Wandel ist sehr... Ich hab's Wort vergessen. Macht weiter. Gut. Naja, jedenfalls wird Peter dann eingekerkert. Es kommt dann auch zu einer recht netten Begegnung mit dem Gefängniswärter. Die fand ich auch ganz nett. Also wirklich erstmal, dass der Typ plötzlich sämtliche Anstands- und Moralregeln vergisst. Nicht nur gegenüber einem Oberen, denn darum geht's nicht. Sondern tatsächlich einfach das Menschliche komplett ignoriert. Und dann auf entsprechendes Mindestmaß zurückgestutzt wird, indem eben Peter ihn schlicht und ergreifend recht hübsch verprügelt. Also dieses Element der Entmenschlichung fand ich auch schon wieder ganz interessant im Kontext dieser Geschichte eben, dass man ja in so einem Machtgefüge, in so einer Monarchie eben tatsächlich ganz, ganz schnell komplett hinten überkippt und der Mensch als solcher erstmal relativ zu vernachlässigen und egal ist. Bauernopfer halt. Nein, was ich halt noch ganz nett fand, war dann wirklich diese Idee mit dem Puppenhaus. Die ist mir auch zu aufgesetzt, aber ich fand sie als Idee ganz putzig.
er hat es ja wiederverwendet aus anderen Geschichten. Also es sind eine der schlimmsten Geschichten, die ihr schon besprochen habt, irgendwie mit dem Puppenhaus. Und wenn jetzt hier in einer Fantasy-Geschichte plötzlich jemand verkleinert und da reingesteckt würde, dann hätte ich das wahrscheinlich auch weggelegt. Aber so als Plot-Element und wichtige Sache für die Story hat es gut funktioniert. Und es passt eben auch zu Sascha, die das. Also das Puppenhaus hier ist ja noch nicht mal das, woran sie sich aus ihrer Kindheit erinnert, sondern eben einfach das, was Roland ihr gebaut hat. Und Peter, das meine ich. Von diesem super duper besten Kunsthandwerker. Und also es ist, denke ich mal, der Plotpunkt, dass er wahrscheinlich diese Idee hatte von einem Puppenhaus und von Servietten, die überhaupt das Ganze erst ermöglicht haben. Das heißt, ihr habt es garantiert auch irgendwo stehen, aber es heißt ja auch, der Entwurf hieß eigentlich The Napkins, weil die so wichtig sind in der Story. Ich wollte sagen, dass ich gerade diese Idee ganz gut fand. Nur hier ist auch wieder so ein Fall, das hat er ja schon von Anfang an verraten, dass das passieren wird. Und deswegen war das dann für mich auch nicht mehr so richtig spannend. Ja, es ist nicht spannend, da gebe ich dir recht. Aber ich lese ja dieses ganze Buch nicht unbedingt als Geschichte, sondern es ist tatsächlich eine Parabel. Und hier fand ich es wieder ganz nett. Es wird ja auch diese Diskussion um dieses Puppenhaus aufgemacht. Dass das ja den Jungen verweichlichen würde, wenn er das als Kind weiter bespielt und so weiter. Und eigentlich soll es ihm ja weggenommen werden, wenn es nach Fleck geht. Aber stattdessen entscheidet ja der Papa, dass er es behalten darf. Und wenn du diese Geschichte tatsächlich als Parabel liest, dann hast du hier wieder dieses Ding, eben nicht als der große Drachentöter gewinnst du die Herzen der Menschheit und rettest die Welt und dich selber, sondern durch Zivilisation, durch Erziehung, durch, Manieren und so weiter und so fort. Also durch Attribute, die ja in dem Sinne als, ich möchte es jetzt so formulieren, als weibisch gelten. Und da eben genau als Verbindungsglied dieses Puppenhaus, wo eben seine Männlichkeit ja schon damit in Frage gestellt wurde im Laufe der Geschichte. Das fand ich ein interessantes Stilmittel, aber mehr halt auch nicht. Ich würde vor allem sagen, durch kindliche Fantasie und überhaupt so, wenn dir was gelassen wird aus der Kindheit, was du erarbeitet hast, denn er spielt ja eben nicht Mädchengeschichten, sondern er spielt ja definitiv gewalttätige Piratenangriffe mit diesem Puppenhaus, genauso wie andere Sachen. Genau. Da fällt übrigens auch ein schöner Satz, wo sich King wieder selbst reingebracht hat. Es gefiel ihm, sich die winzigen Menschen vorzustellen, welche das Haus bevölkerten. Manchmal schienen sie ihm so wirklich, dass er sie beinahe sehen konnte. Er erfand sie alle und sprach mit verschiedenen Stimmen für sie. Es war die Familie King. Da war Roger King, der war tapfer und mächtig, wenn auch nicht besonders groß und etwas obeinig. Und er hatte einst einen Drachen getötet. Da war die liebliche Sauer King, seine Frau und so weiter und so fort. Und wir haben das ja dann später auch beim Turm, dass er diese Autorenschaft da gerne mal mit reinbringt. Das fand ich ganz niedlich. Ja, das war ein netter Moment, fand ich auch. Wobei das halt mir leider dadurch versaut wurde, dass er ja sowieso schon ständig eine Kommentarebene in das Buch reinbringt. Dadurch ist der Effekt für mich ein bisschen verpufft, sonst hätte ich es besser gefunden. Wenn er das jetzt insgesamt für seine Tochter geschrieben hat und ja sie sogar namentlich später auftauchen lässt, genauso wie Ben ja schon viel, viel früher eigentlich, ist es denn wirklich etwas, was man jetzt einem Mädchen geben kann? Ich habe dann leider nur die Jungsperspektive und mochte das Buch. Na, wie gesagt, generell nicht, würde ich sagen. Wobei wir hier ja starke Frauencharakter haben. Wir haben ja zum Beispiel eben Sascha, die ja für King eine vernünftige Frauenfigur sogar mal ist. Und wir haben ja später auch diese Hundeführerin zum Beispiel, die ja auch sehr patent und sehr, ja, sehr nützlich auch ist. Aber dem Ben die ganze Zeit unterlegen. Und das hat mich noch die ganze Zeit auch angenervt, weil sie dann anfängt, von ihm zu schwärmen und
Ich bin eigentlich so müde, kann nicht mehr durch den Schnee stapfen, aber oh, Ben kann das ja noch und der rettet mich jetzt hier mit noch. Das habe ich so gar nicht gelesen. Also ja, dieses, er kann ja noch, aber da lese ich tatsächlich eher diesen Wettstreit von wegen, ich kann ja jetzt nicht einknicken, bevor der einknickt. Und auf der anderen Art streitet sie sich ja auch tatsächlich mit ihm, zum Beispiel in den Punkten, wo es ihr wichtig ist, zum Beispiel mit ihren Hunden. Wenn es halt darum geht, zum Beispiel die Hunde zu überanstrengen und so weiter. Da ist sie ja sehr patent und sagt ihm auch entsprechend seine die Meinung. Das fand ich eigentlich ganz okay. Also gerade mit dem junge Mädchen-Thema, ich wollte einfach den Bogen nochmal schlagen zu einer der ersten Szenen, wo der Drache getötet wird auf dem Reitausflug. Das hat mich natürlich damals und heute sehr amüsiert, aber ich habe keine Ahnung, ob eine Naomi King sich darüber amüsieren konnte, wenn es dann eben heißt, der Wurm fiel mit einem letzten Flammenspein, welches alle Büsche in seiner Umgebung entzündete, tot zu Boden. Dies löschten die Edelmänner rasch, einige mit Wasser, einige mit Bier und nicht wenige mit Pisse. Da ich gerade darüber nachdenke, eigentlich bestand der Großteil der Pisse auch aus Bier, denn wenn Roland auf die Jagd ging, dann nahm er stets einen großen Vorrat Bier mit und er geizte nicht damit. Ihr werdet gedacht haben, ach, wieder heim. Ja, ich glaube tatsächlich, da haben King auch wieder so drei Gehirnzellen gefehlt fürs kinderfreundliche Schreiben. Ja, es gibt ja auch irgendwo am Anfang bei der Zeugung eine Szene, wo dann Rolands schlaff herumhängender Penis beschrieben wird. Es war auch so eine Szene, wo man denkt, ja, nun gut, aber ich meine, eine 13-Jährige darauf vorzubereiten, dass Männer in ihrer Anatomie potenziell ja eher komisch als bedrohlich sind, finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, man muss ja nicht alle Kinder schonen. Es gibt ja einfach eine Realität, die wir teilen. Und wenn man da nie drüber redet, dann... Ja, das Thema hatten wir das letzte Mal. Ach ich möchte nicht mehr drüber nachdenken. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist es für Kinder, glaube ich, immer noch in Teilen ein bisschen kompliziert und schwierig, mit schwierigen Thematiken und so weiter. Aber das finde ich im Großen und Ganzen okay. Und das Schlimme ist, ich muss wirklich sagen, im Hinblick auf das Publikum einer weiblichen Leserschaft, auch einer jungen weiblichen Leserschaft, ist es immer noch völlig unzureichend. Aber im Vergleich zu den Sachen, die King sonst schreibt an Frauenfiguren und an Frauenthematiken, ist es doch tatsächlich mal ein gelungener Ansatz. Wir hatten definitiv schon schlimmeres Jahr. Nein, ich sehe das genauso wie du. Ich stichle halt nur gerne. Dann wechseln wir mal kurz die Perspektive zu den Erlebnissen, die Thomas hat, während sein Bruder da im Knast gammelt. Und er ist ja so ein bisschen hin und her gerissen, eben zwischen ach du Scheiße, das ist mir alles zu viel und wächst mir alles über den Kopf. Andererseits, gut, Fleck ist da und hilft mir. Und andererseits, ach du Scheiße, Fleck ist da. Also diesen ständigen Umschwung, den fand ich bei ihm eigentlich ganz niedlich und ganz nett. Ja, das war nett beschrieben. Also er bleibt halt der schwache König oder der schwache Charakter, aber man konnte sich ja irgendwie ein bisschen einfinden, weil es er nicht ganz so, ja, ganz so klar gut oder böse war. Er wird ja aber auch absichtlich von Flake gepiesackt eigentlich. Also er wird in einen der höchsten Türme gebracht, wo dann die Fledermäuse ihm die Haare halb ausreißen. Und erst später wird er dann in den Gang gebracht mit der Rückseite vom Neuner, von dem Drachen, der getötet wurde und titelgebender Sache da. Die Szene mit den Fledermäusen, das war aber, glaube ich, sogar noch als Kind. Also als ganz kleines Kind. Ich habe jetzt, also es wird, glaube ich, nicht ganz linear erzählt an der Stelle, aber ich dachte, da gab es einen Zusammenhang, dass er schon da in dem Geheimgang nochmal an die Fledermäuse denken musste. Ja, eben. Also der Zusammenhang ist der, er hat als Kind dieses Erlebnis, dass Fleck ihn in diesem Raum mit den Fledermäusen sperrt. Und als Fleck ihn dann als, in Anführungsstrichen, Erwachsener, er ist ja trotzdem noch ein Kind, aber als Fleck ihn dann später zu diesem Raum mitnehmen will, wo er diesen Drachen da durchgucken kann. Da hat er als erstes den Gedanken, nicht, dass da jetzt schon wieder sowas mit mir vorhat. Aber da ist schon ein größerer zeitlicher Abstand dazwischen.
Okay, das habe ich nicht mehr so. Das heißt, das mit dem Hund und sozusagen Thomas absolut schwächster Moment, finde ich, und auch blödester Moment, das war, glaube ich, direkt nach dem Boot, nach was verschmäht wurde. Genau, und das ist als Kind, genau. Er wird halt als Kind ständig gedemütigt von allen. Einerseits vom Vater, andererseits von Fleck. Und er findet halt nur einen Weg, das zu kanalisieren, und das ist halt, indem er einen kleinen Hund steinigt. Es ist ein Spiel mit zu hohen Erwartungen, die er nicht erfüllen kann, und fast der Einzige, der eben wirklich nett zu ihm ist, ist dann Peter, so weiße Weste und Superman Pfadfinder er jetzt sein mag. Genau, und das ist halt gerade das Schlimme, weil gerade von ihm kann er es halt gar nicht annehmen, selbst wenn er wollte. Und das ist das, was ich glaube, ich finde, macht ihn wirklich zu einem tragischen Charakter. Denn von dem Konkurrenten, sag ich mal, die Hilfe angedeiht gelassen zu kriegen, das ist natürlich schon wieder so eine Art von empfundener Herablassung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Also ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, da linear durchzugehen. Wir springen gerade auch ganz viel. Ich glaube, sonst würde ich jetzt einfach noch mal eine meiner liebsten Flagstellen noch mal sagen, weil wir darüber gesprochen haben, dass er so fröhlich ist in anderen Büchern, und hier ist er vielleicht eher brüterisch und mysteriös. Ich glaube, das könnte dem Genre geschuldet sein, weil er ja als der geheimnisvolle Hofzauberer auftritt. Aber als er darüber nachdenkt, wie er diese Vergiftung durchführt, gibt es eben die Stelle: Flag kannte nicht nur Dutzende, sondern Aberdutzende von Giften, und eines war schrecklicher als das andere. Sie standen alle fein säuberlich aufgereiht in einem Zimmer, das kein Diener je betrat. Sie waren in Kolben, in Fiolen, in kleinen Umschlägen. Jedes der tödlichen Gifte war säuberlich beschriftet. Das war Flags Kapelle des kommenden Leids, das Vorzimmer des Schmerzes, Halle des Fiebers, Ankleidezimmer des Todes. Flag kam oft hierher, wenn er niedergeschlagen war und sich aufheitern wollte. Genau, also ich habe halt immer so diesen Eindruck, dieses brüderische, dunkle, gefährliche, das zeigt er halt nach außen, sobald da irgendeiner dabei ist, der Zeuge davon sein kann, weil es eben seinem Image dient. Aber wenn er halt in seinem kleinen Labor da so sitzt und fröhlich irgendwelche lustigen Tinkturen mischt, da hat er ja durchaus schon Spaß dabei. Ich finde es so wundervoll theatralisch an der Stelle. Ja. Deswegen habe ich das auf jeden Fall auch mit rausgeschrieben. Und generell mag ich halt wahnsinnig gerne den ganzen Pathos, der mit Fleck verbunden ist. Wir haben dann zum Beispiel diese Szene, wo er eben, das ist glaube ich der erste Versuch von der Vergiftung, und die Spinne war blutrot und groß wie eine Ratte. Ihr aufgeblähter Leib war prallvoll von Gift. Gift troff in klaren Tropfen von ihrem Stachel und ätzte Löcher in die Platte von Flecks Arbeitstisch. Und es fällt dann auch der Satz: Nun stirb mein Liebchen und töte eine Königin. Ich mag halt diesen Pathos, der bei ihm mitschwingt. Genau, mit der Spinne hat er ja Sascha getötet. Na, Sascha hat er ja eigentlich nur verbluten lassen, ne? Er wollte sie damit töten, genau, hat sich dann aber... Genau. Genau, da war der Mord durch die manipulierte Hebamme. Ja. Aber halt auch da wieder diese Szene, dass er sich tatsächlich... Natürlich könnte er das jetzt einfach mit Gift lösen und so weiter, aber es wäre viel zu auffällig. Und natürlich macht er es trotzdem, weil es ihm eben erstens Spaß macht und zweitens, es ist ihm einfach ein inneres Bedürfnis, jetzt nicht däumchendrehend da rumzusitzen, sondern dann habe ich halt ein Gift weniger, aber ich muss das jetzt machen, damit ich was in der Hand habe. Und dass er es dann wutentbrannt in die Ecke schmeißt, weil er eben weiß, dass er es noch nicht einsetzen kann, das macht ihn für mich auch wieder so menschlich und so, ja, ich mag ihn. Da fällt mir ein, dass das ja dann quasi die dritte Vergiftung gewesen wäre auch. Also Peter findet ja oben in dem Zimmer, in der Nadel, findet er ja dieses alte... Medaillon mit dem Brief von was auch immer, irgendwem, der schon mal von Flag in die Nadel auf die gleiche Weise gebracht wurde. Und in der letzten Gegenüberstellung wird's ja auch direkt angesprochen, dass so uralte Wesen wie er irgendwie sich wiederholen und das Gleiche nochmal machen. Und dann wäre das mit Sascha nur noch eine weitere Vergiftung, wenn er immer zuerst zur Vergiftung geht und sich dann überlegt, was er machen soll.
Aber auf der anderen Art, never change a running system. Ich meine, die Abstände sind ja groß genug, dass es im Zweifelsfall halt niemand merken würde. Also nachvollziehbar wäre es für mich schon. Aber ich kann ihn auch verstehen, dass er dann sagt, nee, jetzt probieren wir mal einen neuen Trick. Ja. Und ich weiß dann eben auch nicht, wie normal er ist, wenn er ein Necronomicon bei sich da hat. Also sein riesiges Buch mit Zaubersprüchen, das schon von einem wahnsinnigen namens El-Hazred geschrieben wurde und in Menschenhaut gebunden ist. Wie, du hast sowas nicht daheim stehen? Hier ist ja doch jeder. Ich habe meins gerade verliehen, das ist das Problem. Was ich auch noch ganz hübsch fand, es gibt ja dann so ein paar Zwischenszenen eben in der Zivilbevölkerung. Wie eben einerseits der Druck sich natürlich auf diese Leute immer mehr erhöht durch die immer dämlicheren Steuern und so weiter und so fort. Was ich aber sagen muss, was ich hier immer ein bisschen schwierig fand, oder was mir nicht so richtig in den Kopf geht, die wissen alle, dass es eigentlich nicht der König ist, der diese Steuern erhebt. Sondern jeder weiß, dass in Wahrheit Fleck derjenige ist, der die ganze Sache steuert. Warum dann dieser Gedanke ist, dass das Volk wirklich tatsächlich, und es scheint ja zu funktionieren, aber tatsächlich, dass das Volk so dämlich ist, eben den König lynchen zu wollen und nicht einfach in den Palast zu spazieren und Fleck zu töten oder aufzuhängen oder was weiß ich, das fand ich eigentlich auch eine recht gewagte These. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Ich mochte diese Ausblicke auf das Volk ohnehin. Das hat das Ganze nochmal irgendwie so ein bisschen lebendiger gemacht. Und was ich auch noch ganz nett fand, war eben auch diese Szene, dass, wie heißt da der Freund von Peter? Dennis? Genau. Dennis, ja. Dass halt Dennis auch tatsächlich durch seine reine Verbindung und seine Freundschaft zu ihm ja doch durchaus schon wieder in Schwierigkeiten gerät und in der Dorfkneipe zusammengeschlagen wird und solche Dinge. Es ist diese Art der Sippenhaft, das fand ich auch noch eine ganz nette Idee, um eben diese Dynamik dieses Volkes zu zeigen. Ja, sehe ich auch so. War auch wieder eine der realistischeren Szenen. Und dann kommen wir ja zu der großen Befreiungsaktion. Einerseits durch den Plan von Peter, der gleichzeitig aber eben auch unterstützt wird von außen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist es nicht gelungen, da wirklich eine Spannung reinzubringen. Und das war mir alles zu bla. Genau das Problem habe ich eigentlich mit dem größten Teil des Buchs. Es ist einfach bla. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so angelegt irgendwie. Die einzige echte Spannung wird ja dann dazu gebracht, wenn Ben und Dennis und Naomi irgendwie auf der einen Seite des Platzes sind und Flag schon auf der anderen und man jetzt denkt, das müssten die beide sehen und schon unten irgendwie sich treffen und Flag ist ja auch schon so halb im Dämonenmodus und ja, das ist so die einzige Stelle, wo es nochmal ein bisschen spannend wird. Ja, wobei ich hier halt auch wieder diese Szene genial fand, wie er da wirklich wie Rumpelstilzchen mit seiner Axt durch den Hof rennt und mehr oder weniger dem ersten Wächter und drum schon mal die Axt drüber haut, einfach um die Zeit zu sparen. Da fand ich ihn halt auch wieder grandios in der Szene. Also, wie er halt wirklich teilweise in seiner Wut jeden Verstand und alle seine Möglichkeiten komplett vergisst und es ihm einfach scheißegal ist. Er muss ja auch nichts mehr machen und deswegen tut er ja nichts. Das ist ja auch der viel fiesere Anteil irgendwie, dass er das so ausspielen lässt, dass Peter es so oder so nicht geschafft hätte. Genau. Ja, ich komme jetzt eigentlich, um dich umzubringen, aber weißt du was? Es ist viel lustiger, wenn ich zugucke. Guck mal, der erste Faden reißt, der zweite Faden reißt. Ach, guck mal, da reißt der dritte. Und auch an der Szene, wie viel Spaß er daran wieder hatte, das fand ich grandios. Halt diese ganze suffisante Art, die er an sich hat. Ja, das sind so die Momente, wo der The Stand-Flag durchkommt. Ja. Ja. Ja, und dann kommt es aber, wie gesagt, doch zu einer erfolgreichen Rettung, denn er plumpst auf einen großen Haufen Servietten. Alles wird gut, alles wird schön, der Gute überlebt, wie es halt auch so sein muss. Interessant fand ich hier aber noch diese Szene, als sie dann ja durchs Tor quasi erstmal fliehen wollen und so weiter. Und der Wächter am Tor dann eine kleine Antwort gibt,
Vielleicht hat er gemordet, vielleicht nicht. Ich weiß nur, dass es sich um königlichen Mist handelt und in den werde ich nicht treten, damit ich nicht im Treibsand von Königen und Prinzen untergehe. Also endlich mal ein intelligenter Mensch. Ja, man hält sich aus so realen Dingen besser raus. Er hat auch vollkommen recht. Gerade an der Stelle musste ich ganz stark an irgendwie eine Rollenspielrunde denken. Also Peter hat jetzt mit einem gehörigen Bonus geschafft, seine Einschüchternprobe zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie intelligent ich den anderen finde. Der hat halt jetzt einfach Schiss. Och nee, ich glaube, das hätte der auch bei allen anderen gemacht, die da im Zweifelsfall... Das ist nicht mein Job, dafür muss ich mich nicht hinrichten lassen. Geht mal durch. Also es war für mich jetzt nicht unbedingt so eine Szene wie mit dem Gefängniswärter im eigentlichen Sinne, wo er ihn halt wirklich durch seine ganze strahlende Macht einschüchtert, sondern der hat sich einfach gedacht, nee, dafür hält ich nicht den Kopf hin. Das fand ich eigentlich ganz nett. Bei dem Gefängniswächter, Benson oder sowas, da dachte ich dann noch, dass Peter sich sozusagen herablässt und dessen Totschläger in die Hand nimmt und ihn damit haut. Das passte dann wieder nicht ganz so zum Strahlemann-Image. Wir haben auch, glaube ich, nie erzählt bekommen, wohin das jetzt direkt gekommen ist. Also er hat es ja wahrscheinlich doch behalten, er hat es nicht weggeschmissen, er hat es ihm nicht zurückgegeben. So ein paar Sachen, die dann immer mal unter den Tisch fallen, vielleicht sogar wortwörtlich. Ja, tatsächlich, ja. Ja, und dann kommt es ja zur großen Konfrontation, in dem eben Peter das ganze Komplott aufklärt und so weiter und so fort. Und ja, auch diese ganze Zusammenstellung der Showdown muss dann natürlich stattfinden im Raum des Königs, wo er vergiftet worden ist und so weiter und so fort. Und Thomas überwältigt dann endlich seine Passivität und schießt auf Fleck und so weiter und so fort. Wie steht ihr denn zu der ganzen Szene? Passt gut als diese Shakespeare-mäßige Zusammenstellung. Also ja, konstruiert auf jeden Fall. Vor allem, dass er durch den übernatürlichen Sturz des Turms, also ich glaube, den könnte man dann so als Bild für viele Sachen dann noch nehmen, weil Fleck davon aufgeweckt wird, Thomas wird davon aufgeweckt, alle anderen erschrecken sich darüber und so. Und dass der dann jetzt im Raum ist und niemand merkt es, das hat eben was Theaterhaftes. Und dass es dann eben einfach alles geklärt und zur Sprache geklärt wird und zur Sprache kommt. Ja, und natürlich, um auf die shakespearische Sache nochmal einzugehen, auch dieses Element des Schlafwandelns, wodurch ja erstmal diese ganze Sache tatsächlich aufgeklärt wird und so weiter. Das ist auch ein Element, das bei Shakespeare gerne mal genutzt wird. Ich mag das Ende eigentlich nur deswegen nicht hundertprozentig, weil man keinen gespannten Bogen an die Wand hängt. Also Thomas müsste irgendwo eine Sehne mitgebracht haben, um das jetzt durchzubringen hier. Aber das Teil, also dieser 2-Meter-Bogen, hängt jetzt mindestens 5 Jahre ungenutzt an der Wand. Da wäre jede Sehne schon weggerottet. Das macht es ein bisschen unlogisch. Das wäre mir tatsächlich nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich wäre davon ausgegangen, wenn da keine Sehne ist, dann bleibt das Ding ja auch nicht am Haken hängen. Ja, man hängt es ja eher andersrum. Also nicht an die Sehne, sondern tatsächlich an den Korpus des Bogens. Aber das ist mir tatsächlich entgangen, aber da hast du recht, ja. Das ist das Einzige, was mir das so ein bisschen kaputt macht. Sonst finde ich es einfach sehr schön, dass dieser dieses Herzmedaillon des früher mal zu Unrecht Beschuldigten irgendwie noch mit reinkommt und eben auch dieser jetzt schon fast magisch aufgeladene Feindhammer-Pfeil und so. Also das ist schon eines dämonischen Hofmagiers würdig und hätte ihn in jeder anderen Fantasy-Geschichte auch mindestens vertrieben, wenn nicht vernichtet. Aber was ich an dem Ende ganz gut fand, war tatsächlich die Tatsache, dass es eben nicht Peter ist, der ihn besiegt, sondern wirklich Thomas, der seine eigene Passivität überwindet, sag ich mal. Das fand ich eigentlich ganz nett. Jonas, hast du noch Ergänzungen? Nee, ich bin auch ein bisschen durch. Also
und ich fand das Buch nicht sonderlich spannend, deswegen halte ich mich ein wenig zurück. Es ist inhaltlich halt auch wirklich tatsächlich echt dünn, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen ist auch die Besprechung entsprechend holprig teilweise, aber ja, es hat ein paar hübsche Szenen, aber mehr halt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, es ist echt schade. Also ich habe mich sehr drauf gefreut, weil ich mich positiv erinnert habe und als ich dann zu lesen begonnen habe, habe ich schnell gemerkt, dass ich es auch echt mag. Deswegen wird es überraschenderweise wahrscheinlich nur wegen mir einen mittelokayen Score kriegen am Ende. Das weiß ich nicht mal, weil es ist kein gutes Buch, aber es ist halt auch kein schlechtes Buch. Es ist halt einfach da. Genau. Ja. Aber bevor wir über die Bewertung reden, würde ich noch mal ganz kurz auf die Symbolik eingehen, wenn ihr zum Inhalt an sich erstmal nichts mehr habt. Nö. Mach nur. Gut. Wir haben einerseits den Drache, der natürlich ganz wichtig und auch namensgebend ist. Der ist assoziiert mit überwiegend positiven Eigenschaften. Er ist ein Regensbringer, ein Glücksbringer, ein Symbol der Fruchtbarkeit. Wir haben ja auch hier wieder diesen Kontext eben durch die Zeugung der beiden Jungs und der kaiserlichen Macht. Das ist ja eben hier wieder ein Aristokratie-Ding. Und natürlich auch die Schöpferkraft und ganz wichtig im Kontext dieses Romans, die Ordnung des Chaos. Ein Pfeil mit Bogen steht in der Symbolik für Menschen, die durch schwierige Zeiten gegangen sind. Und deswegen trifft es auch ganz gut, dass hier Thomas derjenige ist, der schießt. Denn einen Pfeil kann man nur vorwärts schießen, niemals rückwärts. Und wir haben natürlich hier wieder diese ganze politische Dimension von wegen Ordnung versus Chaos, die wir ja dann auch später im Turm zum Beispiel mit haben und so weiter und so fort. Und natürlich diese ganze Geschichte mit die Kräfte des Dunklen, des Roten Königs und des Weißen. Und was ich hier auch noch ganz nett fand, dass eben ein großer Teil des Buches wirklich aus Beobachtung durch den Drachen stattfindet. Und halt, ja, keine Berührung in dem Sinne oder keine Aktivität, sondern dass die Passivität und dieser Voyeurismus, die Tatsache, ja, wie soll ich sagen, diese Tatsache der Passivität das Böse erst ermöglicht. Und wenn wir hier haben, dass eben Thomas nur seine Macht durch diese Augen des Drachen wahrnimmt und beobachtet, juristisch anguckt und so, hat er halt auch nur passive Macht. Denn wenn der Drache das Machtsymbol ist und der nur passiv genutzt wird, zeigt das halt sehr schön, dass er wirklich nur Marionettenkönig ist. Und natürlich als letztes eben diese Szene, dass Fleck nur verschwindet, aber nicht tot ist, ist eben, das Böse stirbt nie und das Chaos ist genauso beständig wie das Gute und die Ordnung. Ich würde eben tatsächlich noch den fallenden Turm sozusagen als Startschuss für das Finale damit einbringen wollen. Insgesamt der Turm in der Symbolik ist ja häufig Veränderung und gerade auch der Einstürzende dann. Ja, wobei das ja hier dann schon fast wieder eine Karikatur auf seinen eigentlichen Turm ist, wenn man so will. Ja, okay. Gibt es sonst zur Symbolik noch Ergänzungen? Sonst würde ich auf die Querverweise eingehen. Also wie passt denn zum Beispiel eben dieses extrem dünne Seil da rein? Also das ist ja der sprichwörtliche seidene Faden vielleicht, an dem er hängt und der dann reißt. Das ist auch so ein bisschen Faden der Hoffnung und so. Ja, tatsächlich. Also da würde ich wirklich reinlesen, eben dieses die dünne Hoffnung, die uns ans Gute bindet. Und andererseits aber auch dieses Chancen wagen, obwohl man weiß, dass man realistisch keine hat, glaube ich, ist tatsächlich auch hier noch mit drin. Und dass eben am Ende im besten Fall für das Gute doch alles wieder gut wird, obwohl es keine realistische Chance dafür gibt, dass es funktionieren kann. Und es gibt auch den, also im Englischen heißt es ja Leap of Faith, ich weiß gar nicht, ob wir da im Deutschen eben diesen mutigen Sprung ins Unbekannte, in dem Fall von dem Hund, also von Frisky, die in dem Schneegestöber weder die Fährte riecht, noch dieses Loch sehen kann und dann einfach, ja, eigentlich mit Gott auch vertrauen. Ja, auch absolut als Tier eigentlich hier super wichtig für die Handlung ist. Das hätte ja auch nicht funktionieren können, wenn das nicht passiert wäre. Dennis wäre auf die Idee nicht gekommen oder hätte alleine die ganzen Servietten nicht vor die Nadel bringen können und so weiter.
Genau, und wir haben jetzt auch hier wieder diesen ganzen Quatsch von wegen, nur zusammen sind wir stark, denn die Rettung funktioniert ja nur als Gruppe. Und im Gegensatz dazu ist Fleck halt in seiner Position als das Böse ja Alleingänger, was vielleicht im ersten Moment auf kurze Sicht der einfachere Weg ist, aber nicht der erfolgreiche. Und wir haben eben, wie gesagt, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, diese, ja, dass eben das Problem nicht gelöst wird durch Gewalt und Drachentöten, sondern in erster Linie dadurch, dass wir eben uns auf unsere zivilisatorischen, menschlichen Grundlagen besinnen, auf unsere Manieren und so weiter, die dann halt das unverderbliche Gute in Menschen aktivieren, was dann letzten Endes auch unsere Rettung bedeutet. Okay. Querverbindungen. Flo, möchtest du anfangen? Naja, also ich nehme dir die... ich nehme sie dir weg. Also wir haben natürlich Randall Fleck hier. Das ist ganz klar, wäre schon genannt, Dunklen Turm und natürlich das Stand. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Verbindungen zum Dunklen Turm. Allein schon durch die Namen. Also wir haben hier den König Roland, der natürlich an Roland erinnert. Wir haben das Königreich... Selbst im Turm gibt es später auch nochmal einen anderen Roland aus dieser Zeit. Ja, auch in 3 werden zum Beispiel die Namen Dennis und Thomas erwähnt in Verbindung mit Fleck. Also... Das zeigt auch auf, dass diese Geschichte halt hier vor dem Dunklen Turm spielt. Aber wir haben auch das Königreich Delane, das natürlich sich sehr ähnlich anhört wie Deshane und diverse andere Namen. Und wir haben auch die Ebenen von Längen aus in einer kleinen Stadt, die werden hier auch erwähnt. Genau, außerdem haben wir natürlich hier auch eine Anspielung auf den scharlachroten König durch eben die rote Spinne, die ja als das erste Mittel, um Gift herzustellen, genutzt wird, aber dann verworfen wird. Außerdem, das fand ich auch ganz nett, als die Königin, also die Mutter von Roland stirbt, sie stirbt, indem sie sich verschluckt bei einer kunstvollen Darbietung des Hofnarren, denn der jongliert mit 5 kunstvoll gefertigten Kristallkugeln. Und die werden wir dann später auch noch im Turm kennenlernen. Wir haben natürlich hier Anspielungen auf das Weiße, das ja in vielen Geschichten auftaucht, als die Macht des Guten. Und wir haben einen zweiköpfigen Papagei, wie in das Schwarze Haus. Und wir lernen auch hier schon Rhea von Kos kennen. Die werden wir dann später in Glas wiederfinden. Denn es fällt der Satz, alte Frauen krümmten sich in ihren Betten und schliefen schlecht und erzählten ihren Männern, dass Rhiannon, die dunkle Hexe von Kos, heute Nacht auf ihrem abscheulichen Besen durch die Luft reite und Teufelswerk auf dem Fuß folgen würde. Es ist zumindest ein sehr ähnlicher Name wieder, ja. Naja, gerade der von Kos wird ja tatsächlich genannt. Also es ist vielleicht ihre Mutter im besten Fall. Ja, der zweiköpfige Papagei kommt übrigens auch im Talisman vor. Stimmt, ja klar. Und in der Fortsetzung. Und wie führt er auch hier Streitgespräche mit sich selbst? Genau. Und es wird natürlich auch tatsächlich aktiv auf den Turm eingegangen. Manchmal erschauern Welten und wanken in ihrer Achse. Und das war ein solcher Moment. Fleck spürte es, konnte es aber nicht begreifen. Alles Gute der Welt hat nur einen Segen. Zu Zeiten von entscheidender Wichtigkeit sind böse Kreaturen manchmal auf seltsame Weise blind. Und das ist genau der Punkt, Fabs, den du vorhin mal angesprochen hattest, mit diesem schwankenden Kompetenzlevel. Genau, habe ich auch mit abfotografiert. Und wir haben natürlich auch noch eine S-Anspielung. Dann hätte Frisky ihnen gesagt, dass der Schwarzgeruch, der sich von ihnen von hinten näherte, keine Menschen gehörte. Es war ein Monster, das sie verfolgte. Ein grauenhaftes S. Es gibt noch eine weitere Anspielung, denn Flecks Augen werden als silbern glänzend beschrieben, wenn er besonders bösartig ist. Und genauso werden natürlich auch die Augen von Pennywise beschrieben. Es gibt aber auch noch eine Andeutung, die nicht eingelöst wird, aber vielleicht haben wir ja die Hoffnung, dass das noch kommt. In dieser Nacht schlossen sie keine Wetten mehr ab. Einer von ihnen ging sogar am nächsten Tag in die Kirche der großen Götter, fand wieder zur Religion und wurde schließlich Priester. Der Mann hieß Kirwan und ich werde euch vielleicht in einer anderen Geschichte von ihm erzählen. Aber wie gesagt, das wird tatsächlich noch nicht eingelöst. Mal sehen, ob es je eingelöst wird. Weiterhin haben wir noch Anspielungen auf Der Herr der Ringe von Tolkien. So heißt zum Beispiel der Pfeil, mit dem Roland den Drachen tötet, Feindhammer. Das ist auch der menschliche Name von Gandalfs Schwert. Und wir haben natürlich, wie Fabs schon erwähnt hat, eben die Anspielung auf das Necronomicon, das man ja, wie gesagt, aus diversen
Cthulhu-Kontexten kennt und so weiter und so fort. Und was ich ganz lustig finde, das ist aber sicherlich nicht intendiert gewesen, es fällt der Satz, leise und dennoch deutlich, wie die Stimme in einem Traum, war der Ruf des Nachtwächters im Mittelturm des Schlosses zu hören. 12 Uhr und alles ist gut. Das ist hat, keine Pratchett-Anspielung. Ich weiß, aber es hat mich doch sehr amüsiert. Gut, gibt es zu den Querverbindungen noch Ergänzungen? Ich habe keine mehr. Okay, dann würde ich sagen, reden wir kurz über die Verwertungen. Und ihr habt es ja auf jeden Fall schon mal in der Hörbuchversion in Teilen gehört, ne? Ja. Genau, es gibt eine deutsche Fassung und es gibt natürlich eine englische Fassung. Die Filmrechte wurden auch 1990 schon verkauft an eine französische Produktionsfirma. Die wollten einen Animationsfilm produzieren. Das Projekt ist, nachdem es jetzt fast 30 Jahre lang da liegt, vermutlich gestorben. Und es gibt in Belgien seit 2009 ein Die Augen des Drachen Theaterstück. So viel zu Shakespeare. Um Gottes Willen. Wobei, als Theaterstück könnte ich es mir schon fast wieder vorstellen. Aber wäre bestimmt interessant, ja. Und was ich mir hier auch lustig vorstellen könnte, das mal so als Dollarbaby tatsächlich zu verfilmen. Wäre bestimmt lustig. So eine Tolkien-Verarsche, das wäre schön. Es ist ja nicht so blöd eigentlich, als Fantasy-Film irgendwie zu verfilmen. Also ja, es ist ein bisschen zu simpel vielleicht, aber wenn es gut aussieht und gut gespielt wäre, könnte man den ganzen Spannungsbogen vielleicht ein bisschen ummodeln, dass es dann zu diesem Showdown mit richtig coolen Effekten dann funktionieren würde. Also ein Mann mit riesiger Axt, der grüne Funken stobend irgendwie durch die Gänge läuft, das hat auch so ein bisschen was von, keine Ahnung, World of Warcraft oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, wäre aber vielleicht dann doch zu simpel. Ich kann es mir auch vorstellen, wobei ja auch die World of Warcraft-Verfilmung jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel war. Was ich ja aber noch lustig finde, wir haben ja öfters mal, dass King auch so als bestes Jugendbuch und Gedöns ausgezeichnet ist oder Ferienlesebücher und so Quatsch. Warum taucht das nirgendwo auf? Das wäre doch viel logischer. Naja, es war immerhin auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste 1987. Muss ein schwaches Jahr gewesen sein, aber tatsächlich sonst wirklich nichts in diesem Bereich. Also das wundert mich tatsächlich. Davon wäre ich jetzt echt ausgegangen, dass das zumindest in so einem Ferienlesebuch oder irgend so einer Kinder-Compilation irgendwie mal auftauchen würde. Wenn das jetzt direkt nach S dann ist es ja kein Wunder, dass das Folgebuch sich gut verkauft, finde ich. Ja, das stimmt. Da kaufen sie jeden Dreck. Wobei ich es ja schon nicht verstehe, warum man S kauft, aber okay. Also in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass er eigentlich nach der Kritik an diesem Buch, also die Kritiker fanden es gut und die Fans fanden es halt blöd, natürlich, wenn sie Horror erwarten, dass er daraus dann eigentlich erst die Story für Misery und sie eigentlich gewonnen hat. Mhm. Na? Kann ich mir vorstellen. Ja, das hatte ich auch irgendwo gelesen. Wobei in dem Zusammenhang ist vielleicht noch ein interessanter Querverweis. Es gibt eine Simpsons-Folge aus Staffel 12, in der Stephen King auftritt. Und er sagt, dass er keine Horrorgeschichten mehr schreibt. Das ist dann diese Sache, dass er eine Biografie über Benjamin Franklin schreiben will. Und auf seinem Schreibtisch in dieser Geschichte stehen tatsächlich nur Bücher von ihm, die nicht horrortypisch sind, wie Die Leiche oder Die Augen des Drachen. Okay, dann bleibt mir nur erstmal euch um eure Zitate zu bitten. Habt ihr denn welche? Jonas? Ich habe kein Zitat, nein. Jetzt bin ich auch überrascht. Flo? Ich schließe mich Jonas an. Auch hier bin ich fürchterlich überrascht. Fabs, hast du welche? Hier, auf jeden Fall. Wenn es das Unglück nicht gäbe, knurrte Andy Start gern, würden die Starts das Wort Glück überhaupt nicht kennen. Mhm, das ist nett, ja. Und auf jeden Fall. Und wenn es eine Horde Gesetzloser bedürfte, Gerechtigkeit walten zu lassen, dann sollte es geschehen. Ja, das ist auch schön. Ich habe, er wollte nicht König sein, denn die Köpfe von Königen fanden ihren Weg nur allzu häufig auf die Pfähle von Schlossmauern, wenn etwas schief ging. Aber die Ratgeber der Könige, die Ränkeschmiede im Schatten, diese Leute lösten sich so gewöhnlich wie die Nachtschatten in der Dämmerung auf, wenn die Axt des Henkers zu fallen begann.
Und noch ein anderes, was ich ganz niedlich fand, das ist eben diese Schlussszene, wo Fleck mit der Axt im Turm steht. Hallo, mein kleines Vögelchen, rief Fleck fröhlich zu ihm herunter. Ich habe eine Axt, aber ich glaube nicht, dass ich sie noch brauche. Ich habe sie weggelegt, siehst du? Ja. Und ein anderes noch, was ich auch, wie gesagt, ganz schön fand im Kontext eben dieser Parabelartigkeit dieses Buches. Na, Ochsen sind nicht dumm. Die Menschen halten sie nur dafür, weil sie groß und zahm und hilfreich sind. Sagt mehr über die Menschen aus als über die Ochsen, wenn du mich fragst. Aber vergiss das, vergiss das. Ja. Also vielleicht in dem Kontext ist kein richtiges Zitat, aber so eine meiner Lieblingsstellen zwischen eben dem Richter Peiner und seinem Diener. Er hatte ihm verboten, die Decke an Dennis zu geben. Und deswegen sagt er dann, aber bevor du zu Bett gehst, wirst du noch einmal auf den Dachboden gehen und die Decke holen, die du entgegen meiner strikten und klaren Anweisung bei dem Jungen gelassen hast. Arnold sah Peiner mit aufgerissenen Augen an. Peiner ahmte sein Staunen bühnenreif nach. Und zum ersten und letzten Mal in seinen Diensten als Peiners Diener lachte Arnold laut auf. Ja, die Szene war allgemein sehr schön, fand ich. Und ein letztes habe ich noch. Es fühlte sich an, als würde ein Frettchen durch seinen Verstand laufen und hier und da einmal zubeißen. Und ich glaube tatsächlich, dieses Gefühl kennen wir alle. Gut, das war's dann auch mit den Zitaten meinerseits. Ich habe noch eine Frage. Aha. Es gab eine Stelle, wo es heißt, eben auch Peiner gegenüber Ben, glaube ich in dem Fall, dass er dann sagt, Peter ist des zweitschlimmsten Mordes überführt worden, den man sich nur vorstellen kann. Also Vatermord ist das zweitschlimmste. Ist das Schlimmste dann Kindesmord? Oder es wird nie aufgelöst, was der Herr King oder seine Figur Peiner hier für das Schlimmste hält? Ja, tatsächlich. Aber wüsste ich jetzt auch nicht. Nee, fällt mir auch jetzt gerade nichts ein. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es um Kindesmord ginge, was schlimmer sein könnte als Regizid und Patrizid. Naja, vielleicht auch noch Kritiker. Nun gut, dann bleibt mir eigentlich an dieser Stelle nur noch um euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, Flo, fang du doch mal an. Puh, das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, das Buch ist kein Meisterwerk, das Buch stört aber auch nicht. Es lässt sich eigentlich schön flüssig lesen, es hat nette Szenen, es hat nicht viel Inhalt. Ich schwanke so zwischen 9 und 10 Punkten und ich glaube, Fleck schafft es tatsächlich, mich auf 10 zu bringen. Mhm. Okay, Fabs? Ja, wie gesagt, ich reiße es jetzt wahrscheinlich raus, aber ich mag es wirklich sehr, finde es nicht belanglos genug. Ich muss dem Ganzen 16 Punkte geben. Okay, das ist eine Hausnummer. Mhm. Jonas, bei dir? Ach, ich tue mich schwer. Ich mag es nicht. Ich fand die Erzählweise schrecklich, die Geschichte sehr flach und aufgebläht und die Charaktere größtenteils sehr einfach und eindimensional. Es gab ein paar schöne Szenen, ja, aber ich kann nicht mehr als 5 Punkte geben. Mhm, okay. Und ich würde mich da eher so ein bisschen zwischen Fabs und Flo ansiedeln. Ich würde 12 Punkte geben. Wie gesagt, ihr wisst, wenn Fleck da ist, bin ich sowieso Fangirl, da kann ich nichts dagegen machen. Das Buch selber an sich ist eher dünn. Es hat eigentlich nicht so richtig viel Inhalt. Ich werde auch nie so richtig warm damit. Aber bei mir reißen ist tatsächlich die Fleck-Szene wieder raus. Denn ich mag den Pathos, den das Ganze mit sich bringt. Ich mag aber auch diese ganze übertriebene Fröhlichkeit, gerade im Kontrast zu seiner sonstigen, brütenden, einzelgängerischen Art. Aber das Buch selber, wenn man jetzt nicht so eine Liebe für Fleck hat wie ich, ist es eher schwierig. Aber ich habe trotzdem Spaß dran gehabt und ich gebe 12 Punkte, gerade weil mir der ganze Coming-of-Age Mr. Spart geblieben ist in diesem Buch. Und wie gesagt, ich habe mich ja mit voller Absicht genau auf dieses Buch gestürzt, weil ich dazu die beste Erinnerung und Geschichte habe mit meiner Vergangenheit sozusagen. Deswegen ist es, glaube ich, verzeihlich, wenn ich vielleicht ein bisschen doll ausreiße. Ja, das ist vollkommen legitim. Wie gesagt, das hat ja alles. Das Schlimme ist, ich habe mich, wo ich dieses Buch wieder angefangen habe, voll drauf gefreut, weil ich es eben auch als Kind noch echt in guter Erinnerung hatte.
Ich glaube, beim ersten Lesen damals hätte ich es auch so hoch bewertet wie du. Aber jetzt im Nachgang, beim zweiten Mal, hat es für mich dann halt doch echt ein bisschen zu sehr gelitten, weil man in der Zwischenzeit ja doch deutlich bessere Bücher schon gelesen hat. Aber es ist vollkommen legitim. Also 16 Punkte sind vollkommen okay. Das ist interessant, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte es von der Erinnerung her noch ein ganzes Stück schlechter eingeschätzt. Vielleicht, weil ich damals auch wirklich Horror erwartet habe und habe diese seichte Fantasy-Geschichte bekommen. Deswegen bin ich selbst überrascht, dass ich heute 10 Punkte gegeben habe. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr zu diesem Buch loswerden möchtet? Scheinbar nicht. Ich schaue noch mal in meine Notizen, aber nee. Okay. Dann, liebe Hörerschaft, es war mir wie immer eine Ehre, dass ihr dabei wart. Ihr könnt auch gerne in anderen Graden mit dabei sein, denn ihr könnt mit uns podcasten, wenn ihr das möchtet. Fabs wird euch sicherlich bestätigen, dass wir nicht Leute fressen. Nicht vor offenem Mikro. Genau. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr das wollt, guckt einfach auf unsere Leseliste, sucht euch ein Buch aus, das ihr gerne lesen wollt. Ihr braucht einfach nur ein Mikrofon und Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und ja, ihr müsst halt nur das Buch gelesen haben, ansonsten, oder gehört. Ansonsten haben wir eigentlich eine relativ kleine Einstiegshürde und nichts weiter zu beachten. Aber wenn euch das zu viel ist, könnt ihr natürlich auch einfach nur weiter zuhören. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz lieb bei unserem Gast, dem Fabs. Auch vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ich bedanke mich beim Jonas. Ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich wie immer beim Flo. Und ich bedanke mich bei dir, Dela. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerschaft. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Da wird dann drei, glaube ich, schon auf Programm stehen, ne? Ja. Wir kommen endlich zurück zum dunklen Turm und bleiben im Bereich der Fantasy. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.